Hi Leute, heute geht es darum, wieso Lügen kurze Beine haben. Dass man das Leben mal gelassener sehen kann. Dass nicht alles schlecht ist. Dass man die Dinge locker angehen kann. Also, ganz locker angehen. Viele betrachten die Welt heutzutage und denken, oh, die Welt ist so schlecht und alles ist scheiße und alles Mist und wo sind wir gerade mal, was für einen Punkt. Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen Gelassenheit aufrufen und ein bisschen ein paar Gedanken dazu da lassen. Also, Lügen haben kurze Beine, sagt man, wenn man mit Lügen nicht weit kommt. Mit Lügen, mit kurzen Beinen, kann man keine langen Strecken laufen. Also daher kommt, glaube ich, das Sprichwort, nehme ich mal an. Auf jeden Fall, Lügen verweilen einfach nicht lange. Die Wahrheit kommt früher oder später ins Licht. Und Lügen, die mögen so stark und so hart auf den ersten Blick erscheinen. Aber im Endeffekt ist es wie mit einem Felsen in der Brandung. Da mag dieser starke Fels in der Brandung stehen. Und jeder meint, ich bin der harte Fels, möchte sich mit diesem Felsen identifizieren, der so dauerhaft und standhaft da im Wasser steht. Und die Wahrheit kannst du aber schön mit diesem Wasser vergleichen und dem Fels. Die Lüge, die scheint so mächtig. Aber die Wahrheit setzt sich ganz automatisch durch mit der Zeit. Wie Wasser, das über Jahre, über Jahrhunderte, Jahrtausende den Stein abträgt. Wie ein kantiger Stein im Flussbett, der rund und weich geschliffen wird. Dieses weiche Wasser. Bricht den härtesten Stein mit der Zeit, einfach nur mit der Dauer. Dazu ist nichts nötig. Wenn du einen schönen glatt geschliffenen Stein willst, musst du dich nur gedulden, legst einen schönen in den Fluss, nimmst einen Pfeiler später wieder raus. Und es ist nichts Dauerhaftes. Die Lüge. Früher oder später kommt es ans Licht. Vielleicht kennt ihr auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie man es ausspricht, Tao Te Ching. Das ist so eine, ich glaube auch chinesische Weisheitslehre. Das sind, ich glaube, 52 Verse. Da steht auch drin, weich, das Weiche besiegt das Harte. Das Weiche Sieger. Das Harte. Das Weiche ist lebendig, wie junge Triebe. Alles, was lebendig ist und neu, ist weich und gibt nach. Alles, was nachgiebig ist, nachgiebig und weich. Wenn du nachgiebig und weich bist, mit deinem Handeln, Denken und Fühlen, bist du wirklich lebendig, wenn du flexibel bist. Alles, was alt wird, was stirbt und was Lüge ist, ist starr und steif. Wie alte Menschen, denen ihre Knochen brechen, weil sie steif sind. Oder alte Äste, die verhölzern, versteifen, die so leicht brechen. Nicht so wie die jungen, flexiblen Triebe. Diese Weichheit, die ein Baby hat, das neue Leben,
Und dann verkalkt der Mensch im Laufe seines Lebens und wird brüchig und also geht's gelassener. Macht einfach euer Ding. Es ändert nichts, wenn ihr euch über Krieg in der Welt aufregt und so weiter. Das macht euch nur ohnmächtig. Ändert euren Anteil und lebt euer Leben glücklich. Weil es ändert nichts, wenn du schlecht drauf bist. Es ändert nur was, wenn du deinen Anteil beiträgst. Wenn du das änderst, was du ändern kannst. Das Jammern verändert nichts. Es verändert was, dass du was änderst, deine Tat. Und da gibt es nichts drüber zu jammern. Sondern du änderst es einfach aus reiner Freude heraus. Weil du dadurch jedem helfen kannst. Dir selbst und jedem anderen Menschen. Hass ist nur Ballast. Da habe ich neulich jetzt auch ein Video zu gemacht. Schaut euch das auch mal an. Genau, das war es aber heute schon. Machen wir noch ein paar kleine Denkanstöße. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao.